Als im vergangenen Jahrhundert der Dichter Victor Hugo Notre-Dame de Paris besichtigte, besser gesagt durchstöberte, entdeckte er in einem versteckten Winkel eines der beiden Türme ein griechisches Wort, das mit der Hand in die Wand gekratzt schien. Er hat irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn er dieses Wort hört. Und das ist, wenn wir in uns hineinhören, bei ganz vielen Menschen der Fall. Ja. Apokalypse ist befürchtet, das ist was, oh, mit der Apokalypse kommt was Schreckliches. Das ist für viele Menschen ganz stark geprägt. Aber das ist wichtig, dass uns das Begriff begreifbar wird, denn Apokalypse heißt übersetzt Aufdeckung. Betroffenen Cafés. Und im Moment erleben wir Aufdeckungen ohne Überall. Ende. Ja. Mhm. Und in der Sprache der Bibel spricht man auch von der Offenbarung. Ja. Und Offenbarung ist auch wieder ganz deutlich. Und offen können wir verstehen, überhaupt keine Frage. Und bar, das heißt nackt. Ja. Barfuß zum Beispiel. Also offen und nackt. Aufdeckung. Wir leben in einer Zeit, in der die Energie solcherlei Ausdrucksformen präsentiert. Hochinteressant. Also alte Themen kommen nach oben in einer dramatischen Form. Also lass mal alle Emotionen raus, versuche auch mal alle Theorien bezüglich Hollywood und den Hinweisen zu ignorieren, sondern nimm einfach nur die pure Energie. Dann ist das hochinteressant, dass wir jetzt im Jahr 2015 so präsent Apokalypse dort lesen, solche Filme sehen, solche Themen so wichtig werden. Also hier merken wir, da ist was, da liegt was in der Luft, energetisch, so könnte man sagen. Also hier erleben wir auf einmal wieder... This will be followed by a mass in memory of those who were so tragically killed. A mass attended by the president of the country, President François Hollande. Bisschen anders aussieht als das hier, er kennt auch diesen Mittelstrich nicht, also der jetzt hier den Strich unten zum Kreuz macht. Das Nerokreuz symbolisiert das zerstörte Christenkreuz. Und das muss man unbedingt wissen. Also das Christentum wird bekämpft von Nero, indem Nero sagt, die Stadt brennt, aber es waren die Christen. Also eine False Flag Attack. Damals schon, ja. Also, das waren die Christen, also das ist uralt. Ja. Und jetzt haben wir hier Sündenböcke, und zwar eine Gruppierung, eine religiöse Gruppierung. Mhm. Und wozu das geführt hat in der Geschichte, kann man auch sehen. Also ein Anschlag auf eine Religion, möglicherweise ein Anschlag auf das Christentum, wird durch dieses sogenannte Nero-Kreuz auch symbolisiert. Kann jeder googeln. Und da steckt aber noch mehr drin. Also hier sehen wir eine Menge in diesem Zeitungsausschnitt. Aber das ist auch noch nicht alles. Nochmal bitte. Dann haben wir natürlich auch spannend die drei Begriffe. Liberté, vielleicht zeigst du sie nochmal. Egalité, Fraternité. Also wir haben die Freiheit, die Gleichheit und die Brüderlichkeit. Unablässig beschäftigte ihn der Gedanke, welche gequälte Seele dieses Wort, das etwa das gleiche bedeutet wie Fatalité, unausweichliches Verhängnis, in die Mauer der alten Kirche gemeißelt hat. Paris, on its second night now after those attacks. Still so much information coming in across social media of what has happened. We're being told a second assailant, the body of a second assailant involved on Friday night has been identified, according to sources close to the investigation